gibt eine neue Studie zum Angebot an Ausbildungsplätzen und deren Nachfrage. Und die kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass Betriebe heutzutage weniger ausbilden. Allein 80.000 weniger Ausbildungsplätze werden heute angeboten als noch vor 10 Jahren. Trotzdem sind die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, besser geworden, was einfach daran liegt, dass die Zahl der Interessenten gesunken ist. Das führt dazu, dass 8% der Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Aber die Chance eines Jugendlichen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind doch sehr unterschiedlich und hängen von der Region und von der Herkunft ab. Also im Osten, in den ostdeutschen Flächenländern, wird deutlich weniger angeboten. Dort ist allein die Zahl der Ausbildungsplätze um 40% zurückgegangen. Und man muss auch sagen, dass Jugendliche mit migrantischem Hintergrund und Hauptschüler und Hauptschülerinnen es besonders schwer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ganz generell, finde ich, zeigt diese Studie nochmal ein klares Bild. Die duale Ausbildung hierzulande muss wieder deutlich aufgewertet und gestärkt werden. Auch deswegen hat die Linke in ihrem Wahlprogramm sich stark gemacht für eine Mindestauszubildendenvergütung, ein Thema, was auch in den Gewerkschaftsjugenden nun diskutiert wird, zumindest in einigen, weil das Ziel dahinter ganz klar ist, Ausbildungsberufe müssen deutlich gestärkt und aufgewertet werden. Und um sicherzustellen, dass jeder Jugendliche, der einen Ausbildungsplatz sucht, auch einen bekommt, ist es nach wie vor wichtig, dass es ein großes und vielfältiges Angebot an ausbildenden Plätzen gibt. Und deswegen unterstreichen wir nochmal die Forderung nach einer Ausbildungsplatzumlage. Also größere Unternehmen, die nicht entsprechend Plätze anbieten, sollten entsprechend zur Kasse gebeten werden. Zur Regierungsbildung in Österreich. Dort ist die Regierungskoalition zwischen Liste Kurz und der rechtsextremen FPÖ nun besiegelt. Sebastian Kurz ist quasi als Kanzler angelobt, wie es in Österreich heißt. Und ich finde, in Österreich lässt sich gut beobachten, wohin es führt, wenn sich das konservative Lager an den rechten Rand anbiedert. Das führt nämlich schlichtweg nach rechts. Und die Liste Kurz und FPÖ stehen zusammen jetzt, das ist nachzulesen im Vertrag, zum einen für einen klaren Antimigrationskurs, eine Verschärfung der Regelung für Geflüchtete. Die rechtsradikale FPÖ übernimmt die Kontrolle über Polizei und Militär und sie stehen beide für enorme soziale Einschritte. In Österreich soll es Studiengebühren erleichtert werden, es soll eine Arbeitspflicht für sogar 15-Jährige geben, wenn die Eltern Sozialleistungsbeziehende sind. Es soll eher auf Fresspakete statt auf monetäre Sozialleistungen gesetzt werden. Und der 12-Stunden-Arbeitstag wird entsprechend sozusagen vorbereitet. Kurzum, man sieht ganz klar, ein schwarz-braunes Regierungsbündnis führt nicht nur zu Verschärfung gegenüber Migranten, sondern bedeutet auch zutiefst soziale Einschnitte. Bei der ersten Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich vor 17 Jahren kam es noch europaweit zu heftigen Protesten, ja teilweise sogar zu Sanktionen von den Regierungen in Europa. Inzwischen herrscht dort vor allem Schweigen. Das zeigt doch vor allem eins, was für einen Rechtsruck wir inzwischen in Europa haben und wie sehr offensichtlich schon rechtsradikal auch in Regierung salonfähig geworden sind. Ich kann nur für uns als Linke sagen, wir werden uns damit nie abfinden, sondern immer dem Zeitgeist entgegenstemmen. Die CSU hat nun Sebastian Kurz via Twitter gratuliert zu dieser Regierungsbildung und hat auch den Begriff Löwenstark verwendet. Und ich kann nur sagen, wer wie die CSU heute Sebastian Kurz zu dieser Regierungsbildung mit Rechtsradikalen gratuliert, der ist morgen bereit, hierzulande mit der AfD zu regieren. Donald Trumps Entscheidung, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, war eine unnötige Eskalation und alles andere als hilfreich für den Friedensprozess. Diese Entscheidung war auch ein Auslöser für verschiedene Demonstrationen, wobei es auch hierzulande zur Verbrennung der Israel-Fahne gekommen ist und damit zum Verbrennen des Davidsterns und zu antisemitischen Sprechchören. Ich möchte dazu in aller Deutlichkeit sagen, wir verurteilen das aufs Schärfste. Gerade im Land der Shoah, gerade im Land des Holocaust, ist das Verbrennen des Davidsstern schlichtweg inakzeptabel und kann nicht einfach abgehandelt werden, so wie, das ist ja nur Ausdruck von Meinungsfreiheit. Um das zu unterbinden, braucht es nun nicht weitere Gesetzesverschärfungen, wie es de Maizière vorschlägt, sondern das muss durchgesetzt werden, und zwar durch die entsprechenden Auflagen von Seiten der Versammlungsbehörden.
Antisemitismus ist auch eine Wissensfrage. Das gilt übrigens für alle, sowohl für diejenigen, die hier geboren wurden, wie diejenigen, die später dazugewandert sind. Und weil jetzt manchmal die Debatte so einen Zungenschlag bekommen hat, als ob Antisemitismus nur so ein Problem ist, was mit den Geflüchteten hier reingekommen ist, will ich schon noch mal eins in Erinnerung rufen. Die meisten antisemitischen Straftaten werden immer noch von Nazis mit deutschem Pass verübt. Antisemitismus ist auch eine Wissensfrage. Und deswegen brauchen wir in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen deutlich mehr Aufklärung. Und wir brauchen einen Bildungsetat, der jeden Schüler und jeder Schülerin mindestens eine Fahrt mit der Klasse nach Auschwitz garantiert. Das Wissen um Geschichte ist wichtig. Und es ist eine der vornehmsten Aufgaben der Schulen und der Bildungseinrichtungen, gerade angesichts des Rechtsdrucks, dieses Wissen immer wieder präsent zu halten. Sigmar Gabriel hat nun eine neue Debatte um ein nicht ganz so neues Thema wieder angestoßen, und zwar um die deutsche Leitkultur. Es wäre ja nun zu begrüßen, wenn die SPD wirklich Sorgen von Beschäftigten und Sorgen der Arbeiterklasse aufgreift. Eine konkrete Idee wäre zum Beispiel, wenn sie sich dafür stark macht, dass Massenentlassungen bei Unternehmen wie Siemens, die Profite einstreichen, verboten werden. Doch stattdessen hat Sigmar Gabriels Suche ihn wieder zu einer Leitkulturdebatte geführt. Das ist jetzt an sich nichts Neues, das ist ein alter Evergreen, der aber immer noch eine gewisse Aufmerksamkeit garantiert. Ich kann nur eins dazu sagen, das ist ein Kotau vor dem konservativen Zeitgeist. Diese Leitkulturdebatte, die Gabriel angestoßen hat, erneut ist überflüssig wie ein Kropf. Der Kampf um andere Hegemonien, der Kampf um einen linken Zeitgeist geht anders. Ursula von der Leyen hat nun unterbreitet, dass doch die Mandate für Bundeswehreinsätze länger gelten sollen, für ein Jahr. Das heißt also dann, dass im Bundestag nur alle 12 Monate kritische Bilanz gezogen werden soll, nicht so wie jetzt alle 6 Monate. Nun haben wir da ganz prinzipielle Einwände, weil wir finden, diese Idee der Parlamentsarmee besagt ja eben, dass in sehr kurzen Zeitabständen immer wieder darüber entschieden werden muss. Aber ich finde, es zeigt noch was anderes, dieser Vorschlag. Wenn die geschäftsführende Verteidigungsministerin der Meinung ist, man solle nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit Bilanz über die Auslandseinsätze ziehen, dann sagt das doch eins. Diese Bilanz fällt verdammt schlecht aus und sie möchte so wenig Öffentlichkeit wie möglich. Wir als Linke fühlen uns durch diesen Vorschlag natürlich in allem bestärkt, nämlich in unserer Kritik der aktuellen Auslandseinsätze. Und abschließend noch ein Wort zu dem heutigen Prozess gegen die deutsche 32-jährige Journalistin Mesale Tolu. Heute wird ja ihr Prozess wieder im Hochsicherheitsgefängnis in der Türkei aufgenommen. Sie befindet sich noch in Haft. Wir hoffen darauf, dass sie heute freigelassen wird. Und wir fordern von der türkischen Regierung, dass alle inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei freigelassen werden.